Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Not. Ich bin David Selim Schimschek und heute geht es darum, dass unsere Katze Pepe ihre Kitten rausgebracht hat. Sie hat sie vor die Haustür gebracht, wo ich auch ein bisschen Schlupf für die Kitten habe oder für die Katzen, ein paar Kartons habe, ein paar Käfige, ein paar Höhlen und auch einen Baum, den ich nicht abschneiden lasse von dem Gärtner, dass sie da ein bisschen Schutz haben. Und da spielen sie auch seit einigen Tagen unter dem Baum und die Pepe hat dann jetzt auch letztendlich den einen auch daraus gebracht. Mensch, Pepper, das tat jetzt weh, wo du mich angesprungen hast. Meine Güte, das tat wirklich weh. Also der Pepper und der Drache sind jetzt auch wieder hier bei mir. Die wollen sich unbedingt streicheln lassen. Also die sind richtig streichelsüchtig. Hier einmal der Drache, wie immer. Und auch hier der Pepper. Komm mal her, Pepper. Du kannst auch Hallo nach Deutschland sagen. Schau mal, hier ist auch der Pepper und der Drache, die hier gerade bei mir gekraut werden wollen. Auf jeden Fall hat sie jetzt wieder sie vor die Haustür gebracht und ich habe den eben auch wieder reingeholt, denn ich bin ja nach Hause gekommen und ich habe die Katzen wie mal gefüttert und ich habe den Kleinen dann auch reingeholt, der war draußen in dem kleinen Karton drinne und da wollte ich natürlich ihn noch nicht da alleine lassen, denn der muss ja auch was fressen, der hat ja seit gestern schon angefangen zu fressen. Und das werde ich mir jetzt noch ein paar Tage anschauen und höchstwahrscheinlich werde ich dann auch, wenn er dann wirklich eigenständig sehr gut fressen kann, müssen wir dann der Pepe leider wieder wegnehmen, denn der ist sehr, sehr scheu und der wächst sonst sehr, sehr scheu auf und das wollen wir auch natürlich nicht, ne? Und jetzt sehe ich gerade, dass der da drinnen miaut. Ich weiß nicht, wie weit der jetzt ist, der war gerade sicherlich auf Klo und der hat auch gerade gegessen gehabt und die Pepe war jetzt nicht da, aber wir schauen uns mal jetzt an, was sie da alles getan haben und was da alles passiert ist. Ich kann einmal die Kamera drehen. Also wie gesagt, der Drache und der Pepper sind wie immer bei mir und wollen einfach nur gekraut werden. Ihr seid aber auch ganz schöne Nerven sehen, ihr zwei. Ihr wollt einfach nur gekraut werden, was anderes wollt ihr nicht. Ja, Pepper. Und du auch, Zarte, du bist auch eine richtige Nervensäge, wirklich. Keine Sorge, ich streichle euch schon sehr viel. Ihr habt gerade Futter bekommen, heute bekommt ihr noch Leckerli, heute bekommt ihr noch Streicheleinheiten, ihr bekommt alles von mir, das wisst ihr doch. Aber lasst uns doch hier wenigstens ein bisschen Video machen und vor allem du hier, Bounty. Ja, nix mehr, was du hier machst und wie ihr hier wartet. Und dann gehen wir mal rein, denn ich höre auch gerade hier das kleine Kitten. Und schau mal, die haben nicht alles aufgegessen. Und der Rabauke ist hier gerade im Katzenklo. Und schau mal, der versteckt sich gleich vor mir. Der hat sich gleich geduckt und versteckt sich hinter der Mauer von dem Katzenklo. Aber keine Sorge, wir sehen dich schon. Der versteckt sich richtig. Und der hat gerade AA gemacht. Deswegen war es doch wahrscheinlich so miaut. Jetzt höre ich das mal an. Der versteckt sich gerade. Nicht fauchen. Nicht fauchen, Kleiner. Nicht fauchen. Komm raus aus dem Klo. Nicht gleich fauchen. Keine Angst, ich tue dir nichts. Silvia, geh mal bitte da weg. Lass dir mal in Ruhe. Also das ist der Kleine, der seit gestern schon frisst. Schau mal, wie sauer der schaut, wie böse der schaut. Es ist schon ein sehr süßes Kitten. Das ist ein Kitten, dem wir das Leben gerettet haben. Den haben wir jetzt schon ein paar Tage. Die Pepe hat ihn aufgenommen. Und schaut mal, wie sauer der ist. Ja, wir lassen dich mal kurz hier in Ruhe. Und die anderen Katzen, die beiden Stiefbrüder, was die wohl jetzt gerade machen. Der eine ist wieder hier. Seht euch das mal an. Der eine versteckt sich da. Mal, hier ist einer von denen.
Na, wo ist eure Mama, die Zicke? Die habe ich gar nicht gesehen hier am Abend. Auf jeden Fall. Der Kleine faucht und faucht und faucht. Jetzt gehe ich auf ihn zu und er faucht auch. Schau mal, wie der uns anfaucht. Also das gefällt mir gar nicht, dass du so scheu bist. Aber das bekommen wir auch hin, vor allem mit deinem Spielzeug, welches ich schon zahm bekomme, aber nicht so lange du hier, nicht so lange du hier mit Pepe und den Kitten wohnst. Also der hat seit gestern angefangen zu fressen. Und wenn das jetzt ein paar Tage her ist, dass der frisst, der soll das mal fressen, dann werde ich ihn wahrscheinlich zu den anderen Kitten tun. Und hier ist jetzt der andere Rabauke, der ist hier. Also die waren vor der Haustür, als ich kam. Und das Stiefkitten hat im Karton geschlafen gehabt. Und den hole ich mal raus aus dem Klo, der traut sich ja da gar nicht raus. Hör auf zu fauchen, hör auf zu fauchen. Komm, geh zu deiner Stiefbruder oder Schwester in die Höhle rein und bleib da nicht im Klo, okay? Siehst du, da fühlst du dich jetzt wohler, ne? Ja, du kleiner Rabauke. Du bist so ein hübsches Tier und dann fauchst du uns immer so an. Das muss nicht sein, dass du uns immer anfauchst. Okay? Schau mal, alle mögen dich, alle Zuschauer. Denen interessiert alles, wie es dir geht und wie du dich entwickelst. Schau mal, und die bringen dir auch alle was aus Deutschland mit. Die schauen dich sehr gerne, die wollen dich gerne lieb sehen, dass du wächst. Die wollen immer wissen, was mit dir passiert ist. Viele der Zuschauer haben dir schon was mitgebracht aus Deutschland. Ja, bück dich nicht so. Tu nicht so, als wenn dort jetzt hier etwas mit dir passieren würde. Wenn wir dir etwas tun würden, hätten wir dich nicht aufgenommen. Du kleiner Rabauke. Ja, also der liegt da auch wirklich so ein bisschen versteckt. Und dann passt es wirklich gar nicht, dass man gerade auf ihn hier schaut. Ich halte mal meinen Finger hin, mal sehen, was der dann macht. Na, das gefällt dir aber. Na, wenn man jetzt. Ja, der faucht immer noch ein bisschen. Sag mal, kaum kraule ich den Kleinen, springe ich gleich hier die ganzen anderen Katzen an. Das geht ja gar nicht hier, vor allem du Drache. Doch wenn die scheu sind, kauen wollen, lassen sie sich aber gerne, ne? Seht euch das mal an. So wie der Schwarze hier. Die liegen da schon so süß hier, gerade, wie sie da liegen. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass es denen hier gut geht. Drache, du nervst wirklich. Lass mich doch die kleinen Kitten bitte zeigen. Wir werden mit dir noch sehr viel. Ich werde dich noch sehr viel streicheln. Da brauchst du dir keine Sorgen drüber zu machen. Der Drache ist ein Kater vom letzten Jahr, der mir von deutschen Urlaubern gebracht wurde, die auf dem Weg nach Eumapina waren. Also oben zum Stausee. Und auf einmal wurde der Drache vom Auto rausgeschmissen. Der war gerade mal 6 Wochen alt, wo der da vom Auto rauskam, rausgeschmissen wurde vom Fenster, während das Auto gefahren ist. Und das Auto hat eine Notbremse gemacht.
also die deutschen Urlauber, dass sie ihn dort nicht überfahren und sind ausgestiegen und haben den fangen können und haben ihn dann sofort zu mir in den Laden gebracht. Und schaut mal, wie sich das alles entwickelt hat. Und der war so scheu, der war richtig scheu und ich habe es geschafft, ihn zu zähmen. Und schaut mal hier auch, das ist auch eine scheue Katze. Das ist ja die Tochter von Pepe. Was soll man sich da erwarten? Und hier natürlich auch die anderen. Sieht man jetzt die ganzen Katzen. Allerdings haben die schon alle Futter bekommen. Schau mal hier, die Nicole tut so, als wenn sie noch Hunger hätte. Und der Schwarze spielt mit der Bahn, das Stiefkitten. Entschuldige bitte, das Kitten von Pepe, das ist ja nicht das Stiefkitten. Und schau mal, ich zeige jetzt zum Beispiel mit der Kamera da drauf. Mit der anderen Hand habe ich hier gerade eine Katze, die ich streiche. Also, ich mache euch hier ein Video und habe gleich noch rechts Handarbeit hier. Die springen einfach hinterher. Vor allem Bounty, Pepe und der Drache sind sehr anhänglich. Die wollen immer gekraut werden. Und weil der Schwarze spielt dort auch. Und hier die Bounty lässt sich gerade hier verwöhnen. Jetzt ist auch Paul dazu gekommen. Erstgeborener ist heute auch da. Peanut ist da. Hier ist auch Biscuit. Du, ich habe nicht gesagt, dass ihr schon wieder was bekommt. Ihr habt alle gerade was bekommen gehabt. Was, Nervensäge? Und jetzt miaut da eine Katze. Jetzt fangen die alle an zu miauen. Ihr habt doch alle eben Futter bekommen. Ich weiß nicht, was das von euch soll. Jetzt habe ich mich nur hier oben hin bewegt. Ich kann die Treppe nicht mehr hochkommen. Wenn ich hier hochkomme, dann seid ihr alle gleich bei mir. Was ist Nervensäge? Mal kurz sehen, was ich euch dann hier geben kann jetzt. Also, Futter habt ihr bekommen. Erstgeborener, sei bitte vorsichtig da. Leberwurst habe ich jetzt im Keller. Dann bekommt ihr mal Schleckerli kurz. Ihr liebt ja auch alle die Schleckerlis aus Europa. Was es hier nicht gibt in der Türkei. Also in Deutschland sind ja die Katzen richtig verwöhnt. Wie gesagt, die haben keinen Hunger eigentlich, aber die sind so verwöhnt, auch dass sie alle wissen, dass es auch nach dem Essen hier Leckereien gibt. Aber bei so vielen Katzen hier Schleckerli zu verteilen, reicht eine Packung nicht. Ich mache hier mal jeweils Hälfte, Hälfte den Napf voll. Die Hälfte da rein, die Hälfte da rein. Und das ist ja schneller weggeschleckt, als man denken kann. So. Und jetzt ist eine Packung Schleckerlis verbraucht. Und die oben haben noch nichts bekommen. Ja, Nervensäge, du kommst da nicht. Warte doch bitte kurz.
Hier, Nervensäge, komm. Hier, komm. Ja, alles gut, ich hole euch nochmal Futter hoch. Das geht ja. Entweder habt ihr wirklich noch Hunger oder ihr tut nur so, wenn ich hier hochkomme. Ihr habt so viel Futter bekommen von mir. Nerven Sie, ich hab dir doch nichts gelegt. Drache, geh bitte raus aus der Kamera. Wir haben jetzt Schleckerli bekommen. Die Oma haben ein bisschen Futter bekommen. Und Mini, wo warst du denn den ganzen Tag? Jetzt kommst du von mal her. Ich wollte dich zum Tierarzt fahren heute. Du warst aber nicht hier. Wo kommst du denn jetzt her, Mini? Ja, Nervensäge. Wir wollten heute Mini zum Tierarzt fahren. Aber sie war den ganzen Tag nicht hier. Jetzt wollte ich das gerne mit deiner Wunde anschauen, Mini. Jetzt wartet doch mal bitte. Ihr habt alle genug Futter gehabt. Und ihr bekommt gerade sogar noch mehr Futter. Was sollen die Leute denken? Ihr habt immer Futter da. Ihr seid einfach zu verwöhnt. Und du, Nervensäge. Das ist schon das zweite an Milch, was du da bekommst. So. Jetzt haben sie noch mal kurz was bekommen, aber die bekommen später dann auch noch mal was. Also wie gesagt, ich kann nicht in die Küche gehen. Wenn ich in die Küche gehe, dann attackieren die mich immer gleich. Und die haben jetzt Schleckerli bekommen und da sind auch alle gleich dann dazugekommen, wo es hier um dem Schleckerli ging. Jetzt haben die noch mal ein bisschen Futter bekommen. Und schaut mal, die warten alle noch hier auf Schleckerli. Ne, das Feuchtfutter wollt ihr nicht, ne? Ihr wollt lieber das Schleckerli reinhaben. Ihr seid mal bei einer Bande. Ihr habt so gebettelt, aber ihr habt keinen Hunger. Das geht doch gar nicht. Schau mal hier, die ganz geschickte Katze. Vom Blickfeld, die Lilly. Sind Pepper und der Drache noch nicht kastriert? Ne, die sind noch nicht kastriert. Der Pepper, der Drache und der Peanut sind noch nicht kastriert. Das werden wir natürlich noch machen. Ganz, ganz herzlichen Dank an die 100 Sterne von Karin Kneisel für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats and Gold. Und auch an Gloria Schulze. Danke an die 100 Sterne. Und Nervensäge, du hast ja schon wieder so viel Milch ausgetrunken. Du hast gerade richtig miaut gehabt. Also so habe ich dich schon lange nicht mehr miauen sehen, Nervensäge. Und du bist ja auch schon wieder so richtig hier am Milch trinken. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Milch. Du bekommst da ein Leckerli, Schleckerli rein.
Nervensäge, keine Sorge, die anderen sind eifersüchtig, weil du Schleckerli bekommst und deine Milch. Und der Peanut hat auch noch keinen. Bekomm hier Peanut, komm her. So. Auch hier den anderen Katzen ein bisschen, die Katzen hier oben. Warten, die bekommen auch mal ein bisschen Schleckerli. Nervensäge, du hast hier aber heute Kohldampf wie schon lange nicht mehr. Und auch an Eva Haus, herzlichen Dank für die 300 Sterne, 400 Unterstützung der Seite Cats and Goat und der Straßentiere. Und jetzt haben die auch Schleckerli bekommen und nochmal Feuchtfutter. Und denen geht es eigentlich nicht wirklich ums Futter. Schau mal, da ist noch überall Futter drin. Denen geht es um die Schleckerlis. Und Leberwurst habe ich unten im Keller jetzt gehabt. Das bekommt hier alles gleich noch nach. Aber erstmal zeigen wir den netten Leuten nochmal die ganzen Katzen hier. Und herzlichen Dank an Jürgen, Brunhard Katz für die 500 Sterne, für die Straßentiere und der Unterstützung der Seite Cats and Goat. Und wo kommst du denn her, Bella? Also I und Mini, ihr seid ganz schön spät gekommen heute. Was schaust du so süß, Bella? Hä? Was schaust du so süß? Was schaust du so süß, Bella? Und die anderen alle. Der Drache ist auch hier. Jetzt haben wir gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mit Leon 20 und mit den drei Kitten zu Hause haben wir 23 Katzen hier gerade zu Hause in dieser Wohnung. Also hier sind gerade 23 Katzen in dieser Wohnung. Davon sind 6 Kitten und 7 sind, 17 sind ausgewachsen. Jetzt kommt noch die Gretel dazu. Gretel, wo warst du denn die ganze Zeit? Das ist Nummer 24. Wo ist der Karasepher? Schreibt man das so. Der Karasepher ist schon seit ein paar Tagen nicht mehr da. Er ist mit dem Messut verschwunden. Was ich da sehr befürchte ist, hier haben die Hotels alle aufgemacht, am Ende der Straße, so wie zum Beispiel das Side Sun Hotel oder das Eats Flower Hotel oder das Allegria Hotel. Die haben alle hier ein paar Meter weiter haben die aufgemacht und ich glaube, dass sie sich da aufhalten. Die haben sich sehr viel am Ende der Straße aufgehalten gehabt, also wo wir immer spazieren gehen mit den Katzen hier vorne, wo der Bogen da ist. Und da sind die beiden Katzen, waren immer eigentlich da, der Karasepher und der Messhut. Und das ist Nummer 25, die Sylvia, die haben wir auch gerade eben nicht gezählt gehabt. Und Mini ist auch Nummer 26, die war auch gerade hier, die ist schon wieder raus. Ich weiß gar nicht, wo Mini hingegangen ist. Herzlichen Dank an die 100 Sterne von Waltraud Zengler. Und was ich da befürchte, ist, dass hier, da ist Nummer 27, Pepe ist auch da, schaut mal, die war eben nicht in der Wohnung drin. Pepe, warum hast du deine Katzen hier rausgebracht? Warum rufst du deine Katzen hier raus? Warum?
Also der Karasefa und der Messhut sind schon seit ein paar Tagen, wie gesagt, nicht da. Der Frosch ist auch seltener da. Aber den Frosch sehe ich auch unten hin und wieder mal. Der ist da unten. Jetzt kommt Billy auch raus. Und wenn ihr schon alle jetzt hier seid, Pünktchen ist hier und wer ist der Kreatur da? Das ist Nummer 28, der kommt auch zu mir. Na Freund, wo ist deine Mama? Bist du alleine hier? Und jetzt sind die Katzen auch alle da. Die sehen, dass ich rausgegangen bin. Dann können wir auch ein bisschen spazieren gehen mit den Katzen. Also wir können mal da zeigen, wo hier sich Karasheffer und Mesut immer aufgehalten haben. Hier oben hält sich Toni auf. Da oben bei Hermann und Gisela. Und das ist hier oben eine Katze, die gehört hier dem Animationsteam vom Oleander. Und die war wahrscheinlich noch nie draußen. Die mag einfach nur rausgehen, aber die tut mir echt leid. Die ist immer miauen, wenn ich hier vorbeigehe. Aber ist ja nicht meine Katze, ich kann da nichts zu sagen. Und hier vorne ist der Paloma. Schau mal hier nochmal. 29 jetzt oder Paloma, was machst du hier? Oder bist du nicht Paloma? Nee, du bist nicht Paloma. Ganz, ganz herzlichen Dank an Daniela Laucht für die 100 Sterne. Für die Unterstützung der Seite Cats and Gold und der Straßentiere. Und hier ist Frosch. Schau mal, der Frosch ist hier. Und genau an dieser Stelle halten sich immer Messhut und der Karasefa haben sich hier aufgehalten. Das ist jetzt hier Nummer 29 mit dem Frosch. Schau mal, hier ist Frosch. Hier sind die anderen Katzen. Und mein größter Verdacht ist, dass sie von hier aus rübergegangen sind zu den Hotels, die alle aufgemacht sind. Denn niemand klaut ja die Katzen hier von der Siedlung. Wenn jemand eine Katze klauen würde, dann bestimmt nicht Karasefa oder den Messhut. Und hier habt ihr jetzt alles aufgemacht. Hier ist sehr viel Leben dazu gekommen. Und hier ist der Bereich, wo ich sie immer gesehen habe. Hier haben sie sich immer aufgehalten. Und mein Verdacht ist, dass die jetzt in die Hotels reingegangen sind. Denn ich habe den Messhut und den Karasefa schon ein paar Tage nicht gesehen. Der Frosch hält sich auch immer noch hier auf. Schau mal, hier ist der Frosch jetzt. Aber die geht hier nicht darüber. Das hier richtig Leben überall reingekommen. Und von da aus kommen auch Katzen zu mir zum Fressen. Da ist sogar schon mal eine Katzenfamilie zu mir ins Haus reingekommen. Von der anderen Seite.
und rüber gehen könnt ihr auch ganz leicht. Schau mal, hier ist was offen. Schaut mal. So, kommt, wir gehen weiter. Hier müsst ihr euch nicht lange aufhalten. Gellen! Ich vermute halt, wie gesagt, dass sie jetzt hier in den Hotels schon mal, da sind alle Lichter an und das richtig leben. Und Paloma hält sich hier auch auf. Schaut, hier ist jetzt der Paloma. Paloma, dich fangen wir hier auch beim unserem zweiten Spaziergang mit euch, mit dir hier. Fangen wir dich zum zweiten Mal hier ein. Das letzte Mal warst du auch hier, wo wir spazieren waren. Du hältst dich auch nur hier auf. Und jetzt ist Paloma auch hier. Geht weiter. Mit dem Paloma unterwegs eingefangen. Ja, Frosch. Ja, du musst nach Hause kommen, wenn du dich freust, mich zu sehen, Frosch. Das ist hier auch der Pool in der Anlage. Und jetzt ist mal hier was für die Katzen. Jetzt sind keine Menschen da. Schaut mal. Das ist hier der Pool. Und die Katzen sind auch oft hier, weil ich mit denen öfters spazieren gehe. Sie kennen es hier. Na Paloma, du bist ja schnell. Und hier vorne im Sportplatz bin ich auch oft mit den Katzen gewesen. Also ich könnte an den Sportplatz rein. Na, wo bleibt ihr? Fienchen, dass ich dich hier einfange. Was machst du denn hier, Fienchen? Was machst du denn hier? Warum bist du nicht zu Hause? Jetzt ist die Siedlung voller geworden und verteilt euch jetzt hier, oder was? Fienchen, jetzt bist du Nummer 31 oder war das Nummer 30? Aber die Fienchen haben wir auch eingefangen bei Hermann und Gisela. Ja. Komm, Fienchen, du hast noch kein Feuchtfutter gehabt. Komm. Hat er weg, geht er. Nicole. Was brüllst du von da hinten? Komm! Bist du stecken geblieben irgendwo? Nicole ist da stehen geblieben. So, Nicole, ich hab dich ja von ganz weit hinten gehört. Und herzlichen Dank an Stefanie Holtschuh für die 100 Sterne, für die Straßentiere und der Unterstützung der Seite Kerzenbo. So, dann kommt jetzt. Nicole, kommst du bitte mit?
Nicht, dass du dann wieder schreist und denkst, wo ich hin bin. Na komm, wir nehmen die Abkürzung runter. Ich glaube, ihr wollt nicht zu viel laufen. Dann gehe ich hier runter. Und Toni, wo kommst du denn jetzt her? Bist du Nummer 32 heute? Bist du Nummer 32, Toni? Sag, da komm mal runter. Gehen wir mal hier die Abkürzung wieder runter. Die Katze da oben auf dem Balkon von dieser Animation, da tut mir wirklich so leid. So. Jetzt kommen wir alle da runter. Und die Bagheera ist auch gerade erst dazu gekommen. Ja, jetzt sind die ein bisschen müde. Na, schau mal, jetzt seid ihr alle kaputt, ne? Ein bisschen Bewegung, aber es hat sicherlich auch was mit der Wärme zu tun. Es ist sehr warm hier am Abend, das ist ein bisschen schwül. Jetzt sieht man, dass die Katzen ein bisschen K.O. sind. Und dann gehen wir mal jetzt in Richtung nach Hause. Ja, ist das auch ein bisschen, hat es mit der Hitze zu tun, dass sie so K.O. da sind und sich auf den Boden gelegt haben. Merhaba. Aç gibi hayvanlar gündüz ama. Yok, hep mama var ya orada, girişte, evin içinde. Schaut mal, man sieht den Katzen an, dass die müde geworden sind. Schaut mal, der Pepper wieder Luft nimmt, da hat er den Mund auf, richtig. Pepper ist ja richtig kaputt. Und jetzt habt ihr euch ein bisschen bewegt. Schaut mal, da sieht man jetzt die Katzen. Und du bist hier unmöglich. Was machst du hier unten? Wie bist du hier runtergekommen? Du musst da oben bleiben. Du musst da noch aufpassen, du kleines Baby. Schaut euch den mal an, den kleinen Rabauken, wo der hier steht, der Linke. Was machst du eigentlich hier? Ich weiß nicht, wo der hin will. Aber ich finde es nicht schön, dass der hier so herumläuft. Die Nachbarn sind noch mehr geworden. Es tut denen keiner was natürlich, aber... Der ist denen so neugierig. Und vorhin, als ich kam... waren seine Geschwister hier und er lag in dem Karton. Hier lag er drin.
Das ist auch so ein hübsches Tier. So ein süßes Tier. Ne, bist jetzt wieder am Fauchen? Bist du wieder am Fauchen? Leon, du magst gerne raus, ne? Komm ruhig raus, Kleiner. Komm ruhig raus. Du darfst jetzt auch mal raus. Komm mal raus, Kleiner. Seht euch mal hier an, wie die kleinen Kitten an der Tür stehen. Also bezüglich der Frage, kann er nicht zu den Kleinen ins Schlafzimmer? Der braucht noch Muttermilch, der frisst erst seit gestern. Der ist gerade mal 4 Wochen alt jetzt, schätze ich mal. Und der braucht noch Muttermilch. Da sollen wir noch ein bisschen warten, bis wir den der Mama wieder. Aber es ist auch nicht gut, wenn der jetzt hier mal ständig rauskommt, weil Pepe denen das beibringt, dass sie rauskommen sollen. Und Lilly. Du bist auch sehr neugierig, ne? Ja, wenn er nur da stehen bleiben würde, wäre es ja gut, aber die bleiben ja da nicht stehen. Die gehen ja weiter raus. Schau mal, die haben hier die Tür eingenommen. Er und sein Stiefbruder. Der liegt, sitzt dort wie ein Pascha, sein Stiefbruder. Schau dich das mal an. Und wo ist eure Mutter hin? Na, Peppa, du warst ja richtig vorne aus der Puste. Die Mutter war gerade hier und ich weiß jetzt nicht, wo sie hingegangen ist. Schau mal, wo der Leon hin ist. Leon ist mit Sicherheit ins Keller gegangen. Ich muss mich mal kurz hier abstellen, denn unten gibt es hier mit Sicherheit kein Netz. Nicht, dass es dann abbricht. Leon, komm raus hier vom Keller. Hier hast du nichts zu suchen, du kleiner Rabauke. Lass das los. Der ist so neugierig, der Kleine. Oh, du kannst dich hier. Wollen wir den mal mit hier ins Schlafzimmer bringen? Jetzt sind wir hier bei den Kitten. Schaut mal, alle, die hier auf dem Bett da liegen. Und ich habe hier den Leon in der Hand. Und mal sehen, ob er sie angreift. Oder ob er sie in Ruhe lässt. Hier sind wir jetzt bei Felis, bei der Prinzessin und bei Heidi. Und der Leon müsste sie eigentlich schon richtig gut kennen. Na Leon, bitte tu dir nichts.
Das ist ein großer Vorteil für dich. Wenn du denen nichts tust, dann kannst du dich mit denen anfreunden. Dann ist es nicht mehr so anstrengend, dass man euch so trennen muss. Und heute habe ich auch den Käfig hier weggemacht. Schaut mal. Jetzt haben sie hier ein Katzenklo, ein größeres Katzenklo, ein Kratzbaum, Feuchtfutter, Entschuldigung, Trockenfutter, Entschuldigung, Spielzeuge, Höhle und das ganze Zimmer für sich. Und Leon. Aber Felis hat kein Vertrauen zu ihm. Die Felis schaut ihn richtig hinterher. Die hat ihn nicht gut in Erinnerung. Aber hier auch die Prinzessin, die haben ja nichts gegen ihn. Er hat ja was gegen sie. Schau, wie die Felis ihn anschaut. Ist richtig vorsichtig. Leon, nur spielen. Wenn du ihr an den Hals gehst, wenn das zu grob aussieht, wenn das zu gefährlich aussieht, dann kommst du gleich wieder hier raus. Ich muss halt kurz schauen, ob das jetzt Spielen ist oder ob das Würgen ist. Das ist auch ein Grund, warum der nicht zu denen darf. Leon, ich habe dir nicht so grob. Ich habe dich gewarnt, sonst kommst du gleich wieder in dein Zimmer. Leon, das ist kein Spielen, glaube ich, was du machst. Aber er ist am Schnurren. Also was ist eure Meinung? Meint ihr, ihr spielt mit denen oder ist das zu grob? Ich verstehe den Jungen auch wirklich nicht. Ob das jetzt als Beute da sein soll oder ob das Spielen ist, ich weiß es wirklich nicht. Aber die scheint sich gerade nicht gestört zu fühlen, die Heidi. Jetzt wehrt sie sich erst, aber... Nee, er beißt nicht zu, er spielt eigentlich gerade, ich weiß jetzt nicht. Lass mal hier die Heidi mal los. Er ist mir zu grob zu denen. Das gefällt mir nicht. Auch wenn das jetzt nicht von ihm bös gemeint ist. Er ist halt ein sehr hyperaktiver Kater. Schau mal, wenn das so wäre, dann würde er denen auch richtig an den Hals gehen. Und schau mal, die Felis mag mit ihm nichts zu tun haben. Die versteckt sich da richtig vor ihm. Schau mal, die mag ihn gar nicht, die Felis. Und jetzt geht die... Jetzt ist die Heidi zu ihm hingegangen. Aber jetzt focht sie ihn aus. Jetzt focht sie ihn an. Jetzt will sie doch nicht mit ihm spielen. Sie ist zu ihm hingegangen. Und man sieht, die wollen ihn nicht. Ja. Auch wenn er das nicht böse meint. Aber... Ich glaube, den müssen wir hier rausholen. Prinzessin, musst du aufs Klo? Komm, du läufst da so süß herum. Dann geh mal da aufs Klo. Vielleicht musst du aufs Klo. Und schaut mal, jetzt sitzt er doch da irgendwie ganz vernünftig und schaut ganz unschuldig. Also vielleicht will der... gerne spielen. Ich werde ihn natürlich hier rausnehmen,
Aber ich habe halt auch gerade gedacht, dass wir uns das mal anschauen. Und schau mal, jetzt ist er ganz ruhig auf dem Bett. Der ist auch wirklich einer, der mir sehr leid tut, dass der halt im Zimmer ständig sein muss. Er ist ja auch aus Sicherheitsgründen im Zimmer. Tja, jetzt spielen die anderen auch. Vielleicht will er den ja doch nicht wehtun und wollen nur mit denen spielen. Dann schaut mal. Eigentlich sieht das auch gerade nicht gefährlich aus, was da ist. Der ist oben, die sind unten. Die geht auf ihn zu, er macht einen Rückzieher. Aber ich werde ihn natürlich hier noch rausnehmen. Er wird nicht hier bleiben. Wie gesagt, der Käfig ist auch hier jetzt raus. Also anscheinend scheint er doch nicht so böse zu denen zu sein. Er geht denen jetzt gerade aus dem Weg. Er recherchiert wieder das Zimmer. Er wollte vielleicht mit denen spielen und die wollten aber nicht. Und Prinzessin ist da hochgegangen und will, glaube ich, wieder runter, aber weiß nicht, wie sie runterkommt. Ich glaube, sie wollte aufs Bett gehen, aber ist aus Versehen auf den einen Box darauf gegangen. Schau mal, der spielt mit denen. Ne, er meint es wirklich nicht böse, der spielt mit denen. Leon, sei nicht so grob, habe ich dir gesagt. Der ist ein bisschen zu grob. Das muss man sagen. Also er spielt, aber es ist einfach zu grob. Jetzt ist ja der Felix hinterher gelaufen. Sie ist unten, er ist oben. Man sieht, dass er einfach nur zu grob ist. Also Leon, du kommst wieder in dein Zimmer, aber innerhalb der nächsten 10 Tage. Werde ich dich dann auch wahrscheinlich bei den anderen Katzen lassen. Dann bist du mit Sicherheit auch groß genug, dass der Schwarze dir nichts mehr tut, wenn er kommen sollte. Denn du bist ja aus reinen Sicherheitsgründen immer im Zimmer gewesen. Oder bist du auch immer im Zimmer. Nicht, dass der Schwarze kommt und dir da was tut.
Und schaut mal, so spielen hier dann die Katzen. Und Heidi schläft hier schon fest. Und Phyllis spielt mit Leon, aber sie will nicht mit ihm spielen. Er zwingt sie. Jetzt geht er da wieder weg. Zack, dreht Phyllis sich wieder um. Man merkt, sie hat keine Lust auf Leon. Ja. Also Leon, du kommst wieder in dein Zimmer. Die können wir nicht hier lassen. Prinzessin bekommt noch mal ihre Augentropfen. Da merkt man auch, dass Leon sehr gewachsen ist, auch im Vergleich zu Leon im Laden. Also der ist genauso groß wie die Leon, obwohl die Leon ein paar Monate älter ist als er. Also Leon ist doppelt so alt wie er. Und Phyllis scheint ja richtig Angst vor ihm zu haben. So, dann komm mal her, du kleine Rabauke. Wir tun dich mal wieder in dein Zimmer. Und dann kannst du schlafen gehen. So. So, Leon. Jetzt hast du hier noch dein Futter. Dein Wasser, dein Katzenklo und mehrere Betten für dich. Du kannst dich hier schön hinlegen, aber leider bei den Kitten können wir dich nicht lassen. Du bist einfach zu grob, nicht dass etwas passiert. Dann lassen wir dich mal hier jetzt im Zimmer. So, rüber da und dann gehe ich hier raus. Drache. Ich muss mal kurz das Gimbal aus der Horn tun. Der ist hier schneller weg, als ich denken kann. Und das ist so anstrengend mit ihm am Laden mittlerweile. Oder wartet mal, wenn jetzt hier gerade so viele Katzen sind. Ich kann ja mal auch hier oben hin tun. So, der will schon streiten. Ich habe ihn in der Hand und der haut zu den anderen. Und ihr müsst euch an den Leon gewöhnen. Und der Leon muss sich auch an die Wohnung gewöhnen. Denn Leon wird nicht mehr so oft mit in den Laden genommen dann, wenn er ein bisschen größer wird. Der wird dann hier zu Hause leben, wo auch die anderen Katzen hier leben. Aber anscheinend haben die anderen Katzen kein Problem mit ihnen. Also meine Katzen sind ja auch nicht ganz sozial. Nur mal nebenbei,
Schau dich mal an, wo der eine Rabauke ist. Ich schau euch mal an, wo der Kleine hier ist. Der ist definitiv hier zu weit weg. Der erinnert mich so sehr an meine Katze Luna. Das Verhalten. Seine Stiefgeschwister sind hier im Gebüsch. Ja, Fortis, du hast noch gefehlt. Jetzt kommt der Fortis. Herr Fortis. Der Hund von den Nachbarn. Und du hast noch gefehlt, Fortis. Jetzt ist der Fortis auch noch gekommen. Aber schaut mal, die Katzen scheinen sich ja sehr an den Fortis gewöhnt zu haben. Die haben nichts mehr gegen ihn. Ne, die haben echt nichts mehr gegen ihn. Und du, Peanut? Ja, Lilly, tu nicht so. Tu nicht so hier. Als wenn du so stark wärst. Die Lilly hat ja den Fortis voll angegriffen. Angesprungen. Ja, der ist aber auch ganz schön flink, der Fortis. Ja, und der Drache hat ihn jetzt verjagt. Jetzt ist er praktisch vor seinem Haus. Ja, und der Drache ist hier der Mann im Haus. Vielleicht kommt auch deswegen der Schwarze nicht mehr, weil der Drache und Pepper im Haus sind.
Pepe ist hier. Jetzt sehe ich Pepe da. Schaut mal. Da ist die Pepe. Und hier ist der Leon. Und den Leon können wir jetzt reinnehmen. Nicht, dass hier die Pepe ihn zusammenschlägt. So, Leon, du hast jetzt genug bekommen. Du kannst jetzt hier in dein Zimmer und bis morgen, ne? Tschüss. So, jetzt ist der. Und schau mal hier, wo schon wieder der kleine Adoptivjunge ist. Also man sieht, dass sie sich da noch drum kümmert. Die ist doch ganz in der Nähe. Und der war auch vorhin schon hier im Karton, wo ich herkam. Und er scheint sich hier im Karton sehr wohl zu fühlen. Und ich glaube, lange werde ich ihn nicht mehr bei Pepe lassen. Das ist mir alles zu unsicher mittlerweile. Jetzt liegt er hier, nicht mehr in der Wohnung. Der faucht uns auch schon wieder an, ja, und ist ganz sauer auf uns. Pepe und die Stiefgeschwister sind hier im Gebüsch. Und er faucht uns einfach nur an. Und Fortis ist auch hier. Und der Drache verjagt hier die ganze Zeit Fortis und Pepper auch. Ja, die laufen ihn an, aber die tun ihm nichts. Also sieht man, dass die Katzen hier auch mit Fortis hier spielen. Der Erstgeborene schaut von da oben zu. Und schau mal, hier ist Pepe mit einem Kitten im Gebüsch. Und wie man sieht, hat Pepe ihre Kitten, wie ich es schon am Anfang des Videos gesagt habe und wie ich es auch beschrieben hatte, hat Pepe ihre Kitten hier vors Haus gebracht. Und der Leon will einfach da wieder raus. Aber noch ist es mir zu riskant. Und dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Wir werden das mal jetzt verfolgen, was das
das kleine Stiefkind dann hier macht. Aber man sieht, dass die anderen Katzen ihm alle nichts tun. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Wie gesagt, wir schauen dann mal, was aus dem Kind hier wird. Ich werde den gleich nochmal mit reinnehmen und ich hoffe, der kommt dann auch nicht mal raus. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.